Nahezu täglich wird mir die Frage gestellt, kann ich die Behandlung auch in Vollnarkose durchführen lassen? Was man darunter versteht und was der Unterschied zur lokalen Betäubung ist, erkläre ich in meinem heutigen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz erklärt. Mein Name ist Dr. Frank-Christoph Langer und ich bin Inhaber der Zahnärzte M71 in St. Augustin. Was bedeutet überhaupt Vollnarkose? Das möchte ich als erstes mal klären. Letzten Endes wirst du als Patient schlafen gelegt und bekommst nichts von den Maßnahmen, von den Behandlungsschritten mit. Und wie lange eine Vollnarkose dauert, hängt natürlich von dem Umfang des Eingriffs ab. Das kann manchmal eine halbe Stunde sein, das kann aber auch 3-4 Stunden sein. Das heißt, du atmest sozusagen erstmal nicht selbstständig, du wirst also an eine Maschine angeschlossen. ITN ist da die Abkürzung, nennt sich Intubationsnarkose. Das heißt, in der Regel wird durch die Nase dann in deine Atemwege einen Schlauch eingeführt, der dir beim Atmen dann hilft, dich dabei unterstützt. Und das Narkosemittel selbst, das führt dazu, dass du schlafen gelegt wirst. Ja? Und um alles andere kümmert sich eben der Anästhesist, der bei solch einem Eingriff immer dabei sein muss und natürlich die Maschinen, die deine Atmung dann überwachen. Abgrenzung dazu ist natürlich die lokale Betäubung, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen haben. Das heißt, wenn man einen Zahn entfernt oder eine Füllung legt oder eine Zahnfleischtaschenbehandlung macht, dann muss das Gebiet, was wir behandeln, lokal betäubt werden. Das wird allerdings tatsächlich auch vor allem bei chirurgischen Eingriffen immer auch in einer Vollnarkose gemacht. Ja, du würdest es zwar erstmal soweit nicht mitbekommen, aber die lokale Betäubung ist insofern wichtig, dass dort in diesen Betäubungsmitteln auch Adrenalin beigemischt ist in aller Regel. Und das führt dazu, dass weniger Durchblutung in solch einem Gebiet stattfindet. Und wenn wir jetzt über chirurgische Eingriffe zum Beispiel sprechen, dann wollen wir, dass dort weniger Durchblutung ist. Also wenn wir eine Vollnarkose haben, wirst du auch immer lokal in dem Bereich, wo du behandelt wirst, auch nochmal zusätzlich betäubt. Ja, das hat aber eben nichts damit zu tun, damit du keine Schmerzen spürst. Das würdest du bei der Vollnarkose definitiv auch schon nicht spüren, sondern weil man sich die anderen Wirkungen der Betäubung zunutze macht. Ja, für wen kommt also eine Vollnarkose in Frage? Man muss das natürlich nicht bei jeder Maßnahme durchführen und ich würde jetzt mal so grob drei Patientengruppen unterscheiden. In erster Linie sind das tatsächlich Angstpatienten, also Patienten, die sich in den wildesten Fantasien ausmalen, was passiert denn eigentlich bei so einem Eingriff, egal ob das jetzt chirurgische Art ist oder was auch immer da Ängste hervorruft. Die möchten einfach entspannt sein und idealerweise aufwachen und die Behandlung ist fertig und das Ergebnis, was man dann erzielen möchte, ist von jetzt auf gleich da, weil du ja bei der Vollnarkose Zeit- und Raumgefühl verlierst. Du weißt also in der Regel nicht, war ich jetzt eine halbe Stunde schlafend oder eben 2 oder 3 oder 4 Stunden. Also Gruppe 1, Angstpatienten. Gruppe 2 können Patienten sein, die einen sehr starken Würgereiz haben. Da macht das häufig auch Sinn, weil wir dann, wenn wir in die Nähe der Zunge kommen zum Beispiel oder in die Nähe des Gaumens kommen, bei solchen Patienten manchmal überhaupt nicht behandeln können. Und auch da ist es für uns dann natürlich ein Vorteil, wenn der Patient schlafen gelegt wird und wir das machen können und den Raum haben, damit die Behandlung auch schnellstmöglich und bestmöglich durchgeführt werden kann. Und der dritte Grund, der ist jetzt wahrscheinlich eher mehr so der häufigste, es gibt natürlich Eingriffe chirurgischer Art zum Beispiel, die relativ lang sind von der Zeitdauer her oder aber auch was aufwendiger sind. Oder man eben auch einen Patienten braucht, der absolut ruhig bleibt und das über 2, 3 oder 4 Stunden. Und das ist typischerweise dann auch eine Patientengruppe, wo man sagt, ja, Vollnarkose ist möglich. Gibt es nicht immer nur, das muss sein, Vollnarkose oder nee, das darf nur in lokaler Betäubung sein. Man muss mit dem Patienten den Nutzen sozusagen und die Risiken abwägen, denn auch eine Vollnarkose, muss man ganz klar sagen, birgt immer ein Risiko, weil das doch schon ein gewisser Eingriff ist in den Gesamtorganismus und deswegen gibt es in allen Fällen auch immer ein Vorgespräch mit dem Anästhesisten, der abklärt, hat der Patient die gesundheitlichen Voraussetzungen, damit man ihn überhaupt so schlafen legen kann. Ja, und wenn es da eben zu große Risiken gibt, muss man manchmal auch sagen, okay, die muss relativ kurz sein, die Narkose, kriegt er da die Behandlung in der Zeit hin oder nee, macht das bitte nur mit der lokalen Betäubung, weil es der Gesundheitszustand des Patienten nicht zulässt. Dann ist natürlich nochmal wichtig, Kostenübernahme. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 90% in Deutschland gesetzlich versichert sind, muss man ganz klar sagen, die gesetzliche Krankenkasse übernimmt im zahnmedizinischen Bereich Vollnarkose nur unter extremen Ausnahmebedingungen. Ob ihr dazu zählt, muss man dann auch im individuellen Fall mit der Krankenkasse klären. Bei privat versicherten Patienten ist zumindest eine Teilerstattung je nach abgeschlossenem Vertrag auf jeden Fall möglich.
und rechnet schon immer so ein bisschen damit, dass pro Stunde da zwischen 200 und 350 Euro für den Anästhesisten anfallen. Ja, das kann man nicht so ganz pauschal sagen, weil die Abrechnung bedeutet, dass jede weitere Stunde oder halbe Stunde, die ihr in voller Narkose liegt, dann entsprechend zusätzlich berechnet wird. Aber wir wissen, dass so von unserer Erfahrung die langen OPs, die 4 Stunden dauern, da sind die Patienten meistens bei 700 bis 900 Euro Gesamtkosten dabei. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt mir gerne euren Kommentar unterhalb in dieses Video. Ich freue mich, euch demnächst wiederzusehen. Viele Grüße aus St. Augustin, euer Dr. Frank-Christoph Lange.